Weil das dann halt meine Theorie mit dem Runterspringen erledigt. Hier was reinzuschmeißen bringt leider auch nichts. Das ist blöderweise die falsche Seite. Ah, zum Glück gibt es ja Teleporter hier. Raus, dachte ich. Aber hey, 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 der Ausgang ist zu. Interessant, hier lande ich beim Incinerator. Wenn ich also hier hochkomme und da irgendwo runterspringe. Falsche Richtung. Immer noch falsche Richtung. Weil hier drin gab es leider dann auch nichts mehr Wertvolles. Eine Feuerbombe, aber das war's. In dem Fusion können wir nicht gebrauchen. In der Kiste war nur Material drin. Chef, das ist alles Schrott hier drin. Hier hatten sie, glaube ich, eins der Erze versteckt gehabt. Ich glaube, ich bin hier runtergesprungen direkt. Wenn ich hier direkt runterspringe, lande ich beim Incinerator. Ja, aber das... Wird nur meine These untermauern, dass ich da irgendwo hoch rüber müsste, um hier runterfallen zu können. Ja. Jetzt bin ich beim Incinerator. Genau. Gut. Das hilft uns also auch immer noch nicht weiter. Wie schnell respawnt die Sau bitte? Ist eigentlich auch egal, da sind. Ah, du bist eine andere Sau. Das ist nicht so schön. Okay. Ja. Schön, wenn dich das so eigentlich nichts mehr triffst. Ist gut zu wissen. Oh, Knochen. Hier an den Holzbalken war auch nichts. Nee.
Okay. Ja, jetzt labern die schon wieder rum. Geht doch nichts so in der Kombination. So, das raus, das rein. Nee. Das habe ich alles durchprobiert. Treppe nach oben. Warum höre ich jetzt hier auf einmal wieder Viehzeug rumfliegen? Ja, danke, keine Lust gerade. So macht das nichts. Ja, das gibt ja auch wieder zig Kombinationen. Und eigentlich wollte ich immer noch versuchen, durch die eine Tür reinzukommen. Die da. Ja. Hi. Oder war da einfach nichts, was ich greifen konnte? Also wo ich drauflaufen konnte. Ups. Ja, so geht's auch. So, Klappe halten. Ach so, gut, das war das. Gut zu wissen. Ich soll die 6 Power Sources zerstören. Ja, ich habe halt so das Gefühl, dass damit eben die Sachen hier gemeint sind. Aber ins Gesicht tut immer weh. Weil ich kann jetzt mal durchgehen und sie abzählen.
Au. Hier ist eine. Eins. Hier ist Nummer zwei. Das können wir einfach mal zumachen. Nee. Au. Also die zwei habe ich jetzt katalogisiert. Ich weiß halt auch immer noch nicht, wie ich hier reinkomme. Au. Das hier ist dann Nummer 3. Oh, wie hat mich das jetzt noch getroffen? Achso, die habe ich schon bereits. Das hier wäre 4. Ja, nichts, was ich distinguishen kann und nichts, was ich destructen kann. Nee. Und keine Knöpfe. Für mich zum Rumdrücken. Ja. Ich höre zwar, dass Feuer gelöscht wird unter uns, aber es bringt auch irgendwie nichts. Die Drachen spucken dadurch nicht weniger Feuer. Es geht keine geheime Tür oder so auf. Nix. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht Lust, mir ständig Walkthroughs anzugucken, wie ich weitermachen sollte am besten. Ja, das ist dann halt auch recht nervig. Aber die Sachen kann ich nicht zerstören.
ranstecken, gar nichts. Nö. Ich sehe hier auch keinen Shift oder so. Tja, das heißt, es gibt für mich da nur noch eben das Great Staircase oder halt hier weiter gucken. Ob ich noch was in dem untoten Gebiet finde, zum Beispiel einen Weg hier rein. Aber erst einmal F5 speichern und dann gibt's einen Cut. Bis dann, Leute.